Energiekosten werden ja aktuell nicht gerade günstiger. Dafür macht besonders jetzt in der kalten Jahreszeit das Heizen einen Großteil unserer Energiekosten aus. Dafür haben wir dir heute 5 Tipps zusammengetragen, wo man ansetzen kann, um Energie zu sparen und auch wie viel man dabei jeweils ungefähr sparen kann. Also viel Spaß! Der erste Tipp ist super einfach, aber auch ebenso super effektiv. Stell deine Heizung minimal herunter. Während man den Unterschied von einem Grad weniger kaum wahrnimmt, macht er sich trotzdem schon auf der Heizkostenabrechnung klar bemerkbar. Das kann dann bei einem unsanierten und durchschnittlich großen Einfamilienhaus mit Gasheizung schon den Unterschied von etwa 115 Euro am Jahresende ausmachen. Bei einer Ölheizung wären das etwa 65 Euro Ersparnis. Bei sanierten Häusern mit besserer Dämmung geht logischerweise nicht ganz so viel Wärme verloren und man kann auch nicht so viel einsparen, aber trotzdem kann man auch schnell da mal 80 Euro im Jahr sparen, besonders bei Räumen, die man gar nicht so warm braucht, weil zum Beispiel das Gästezimmer schon seit 2 Jahren nur noch als Abstellkammer genutzt wird. Aber auch das Schlafzimmer kann man deutlich kälter halten, natürlich nur wenn man möchte. Um aber auch da keine Probleme mit Schimmel zu bekommen, lieber nicht unter 16 Grad. Um selbst von den kälteren Temperaturen weniger stark betroffen zu sein, kann man gerne über die Winterzeit mit zusätzlichen Teppichen gegenwirken, dass sich der gefliesste Boden nicht so kalt anfühlt. Auch wenn der dämmende Faktor echt minimal ist, hilft zusätzliche Wanddekoration auch etwas dabei, weniger Wärme nach außen abzugeben und weniger dagegen anheizen zu müssen. Nachts kann man auch einen sehr großen Unterschied ausmachen und das ganz nebenbei. Rollläden zu schließen ist ja logisch, aber auch die Jalousien oder Vorhänge innen verbessern zusätzlich die Isolation von Fenstern, sodass weniger Wärme verloren geht. Besonders nachts kann man die Temperatur in einigen Räumen noch senken und wenn man das Badezimmer direkt warm haben möchte, sollte man auch gut darauf achten, hier die Türen immer geschlossen zu halten, um effizienter heizen zu können. Die komplette Heizungsanlage nachts abzuschalten lohnt sich in der Regel nicht, weil dann die Wohnung zu stark auskühlt und es oft mehr Energie benötigt, sie anschließend wieder aufzuheizen. Die Wartung einer Heizung kann sowohl technische Mängel vorbeugen, aber auch dabei helfen, die Heizkosten zu reduzieren. Logisch, solange sie nicht effizient arbeitet, wirft man die Energiekosten zum Fenster raus. Deshalb sollte man seine Heizungsanlage etwa alle 2 Jahre von einem Fachmann überprüfen lassen, bevor durch ein defektes Bauteil laufend hunderte Euros an Heizkosten verschwendet werden. Aber auch in den Räumen selber kann man einiges unternehmen, um die Effizienz der Heizkörper zu maximieren. Hört man es zum Beispiel an einem Heizkörper gluckern und wird auch nicht mehr richtig warm, hat sich da vielleicht Luft angesammelt und man sollte ihn entlüften. Dazu hält man einen Auffangbehälter unter das Ventil, welches sich auf der gegenüberliegenden Seite vom Thermostat befindet, und dreht mit einem Entlüftungsschlüssel, meistens funktioniert auch ein Schlitzschraubendreher, vorsichtig das Ventil auf, bis man es zischen hört. Sobald das Heizungswasser rauskommt, dreht man es wieder zu und ist fertig. Idealerweise kontrolliert man zu Beginn jeder Heizungssaison einmal alle Heizkörper im Haus, denn im Durchschnitt spart das so ca. 20 Euro Heizkosten jedes Jahr. Da kann man auch über Ventile nachdenken, die sich komplett automatisch entlüften, weil sich eine solche Investition schon so nach 2 bis 3 Jahren selbst bezahlt hat. Den Wasserdruck im System sollte man trotzdem öfters überprüfen und natürlich nachfüllen, wenn er zu niedrig ist. Worüber man etwas weniger nachdenkt, ist das Reinigen der Heizkörper, denn auch eine dicke Staubschicht auf den Heizkörpern wirkt isolierend und kann die Effizienz eines Heizsystems immens verringern. Auch Möbel direkt vor den Heizkörpern sorgen für einen Wärmestau, der bis zu 15% der Energie verschwenden könnte. Dadurch, dass nicht alle Heizkörper gleich nah an der Wärmequelle sind, werden auch nicht alle gleich mit Wärme versorgt. Wenn man dem nur über eine stärkere Pumpe entgegenwirkt, bekommt man zwar definitiv alle Räume irgendwann mal warm, aber das ganze System wird sehr ineffizient, weil die Rücklauftemperatur deutlich steigt und alle Komponenten stärker arbeiten müssen. Deshalb sollte ein Fachmann einen hydraulischen Abgleich durchführen, wo der Durchfluss der einzelnen Räume an dessen Bedarf angepasst wird und auch die Pumpenleistung dementsprechend verringert werden kann. Insgesamt spart so ein Abgleich 7 bis 11% der Energiekosten, was im Jahr auch mal 250 Euro ausmachen könnte. Also wenn das noch nicht passiert ist, wäre das natürlich eine der wichtigsten Maßnahmen. Ähnlich starke Einsparungen kann man durch richtiges Lüften erzielen. Stoßlüften sorgt dafür, dass die Luft schnell ausgetauscht wird, ohne dass die Wände abkühlen, sodass man den Raum auch schnell wieder warm bekommt. Lässt man ein Fenster permanent auf Kippstellung, bekommt man das absolute Gegenteil. Der Raum kühlt stark aus, ohne einen wirklich guten Luftaustausch zu haben, was gut und gerne mal 240 Euro mehr an Heizkosten im Jahr ausmachen kann. Wie man durch Stoßlüften Schimmel verhindert und worauf man sonst alles noch dabei achten sollte, haben wir dir schon in einem anderen Video sehr ausführlich erklärt. Das findest du da oben in der Ecke. Auch bei idealem Lüften sind die Fenster in den meisten Fällen die Schwachstellen unserer Isolierung. Wer eine Wärmebildkamera zur Hand hat, kann natürlich schnell mal überprüfen, ob manche Fensterrahmen schlechter dämmen als andere oder ob man einen Rollladenkasten noch besser isolieren sollte. Aber im Fall von Mietwohnungen wäre das auch wiederum eine Aufgabe des Vermieters.
Wenn du dich bei den vorherigen Tipps schon mal gefragt hast, wie man die Raumtemperatur jetzt ohne smarten Thermostaten exakt einstellen kann, kann ich dich beruhigen. So unsmart sind die normalen Handregler gar nicht. Denn auch sie haben schon ein Element da drin, welches sich bei Wärme ausdehnt und das Ventil der Heizung schließt. So können sie dafür sorgen, dass sie auf Stufe 3 etwa 20 Grad Raumtemperatur halten, während man so zwischen Stufe 2 und 4 noch wünschenswerte Raumtemperaturen von 16 bis 24 Grad bekommt. Nur wenn diese schon 15 Jahre alt sind, lässt die Zuverlässigkeit stark nach und man könnte durch neue Thermostate auch rund 10% der Heizkosten sparen. Wer bei der Gelegenheit direkt das meiste herausholen möchte, kann seinen Haushalt mit smarten Thermostaten ausstatten. Diese lassen sich dann auch noch so einrichten, dass die Temperaturen im Haus über Nacht automatisch sinnvoll abgesenkt werden, das Bad kurzfristig aufgeheizt wird, tagsüber automatisch runtergekühlt wird und manche Systeme ermöglichen auch, dass man zum Beispiel das gesamte Haus etwas sparsamer beheizt, während niemand im Haus ist. Das Sparpotenzial hängt natürlich auch hier sehr stark von den Gegebenheiten ab und wie es dann auch eingestellt wird. Aber auch hier kann man sich mit einem Einfamilienhaus etwa 135 Euro im Jahr sparen, sodass sich diese Investition in ein smartes System auch recht schnell lohnt. Und solange man die manuellen Thermostate aufbewahrt, kann man sie auch problemlos in einer Mietwohnung installieren, weil sie im Grunde nur aufgeschraubt werden. Insgesamt gibt es echt einige Stellschrauben, an denen man sein Heizverhalten verändern kann. Und auch wenn alles nur viele kleine Veränderungen sind, addieren sich diese mal ganz schnell auf, sodass auf Dauer schon echt viel gespart werden kann. Dazu kommt natürlich noch, dass es nicht nur finanzielle Ersparnisse sind, sondern dahinter auch ein ebenso großer Umweltaspekt steckt. Also gleich doppelt gut. Aber das waren dann auch schon unsere 5 Tipps zum effizienteren und sparsameren Heizen im Haushalt. Wenn ich euch da irgendwie helfen konnte, würden wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere Tipps zu irgendwelchen Sparmaßnahmen beim Heizen habt, dann schreibt uns die doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch weitere Tipps zu Haushaltshygienethemen und Schädlingen im Haushalt interessieren, dann abonniert gerne unseren Kanal, denn darum geht es in der Regel. Aber damit wünsche ich euch natürlich einen schönen, sparsam beheizten Winter und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.